Und willkommen zurück, meine lieben Gefährten und Freunde des Mittelalters. Es geht weiter und diesmal treffen wir die schönste aller Schönen, unser Arwen. Ich kann den Namen nicht so richtig aussprechen, aber sie hat... Hey, kann überhaupt nicht in den Ausschnitt gucken. Ist ja blöd. Meinung. Mae Govan, sei gegrüßt und willkommen im sicheren Zufluchtsort im Imladris. Mae Govan, Prinzessin Arwen, es ist mir eine große Ehre. Die Dúnedain sind hier immer willkommen. Du hast große Gefahr erduldet und uns die dringende Warnung einer neuen Bedrohung des Nordens gebracht. Dafür ehren wir dich, Eradan. Es ist meine Pflicht als Waldläufer, nichts weiter. Ich bin froh, meinem Herrn Aragorn zu Diensten zu sein. Du zeigst Bescheidenheit, die eines Helden würdig ist. Estel und meine Brüder haben in den höchsten Tönen von deinem Mut in Fornost gesprochen. Und ich danke dir, dass du mit dafür gesorgt hast, dass meine Brüder wohlbehalten zurückgekehrt sind. Bitte mach es dir bequem und ruh dich eine Weile in unseren Hallen aus. Du wirst alles finden, was dein Herz begehrt. Seien es Speis und Trank oder Geschichten. Estel, der Name bedeutet Hoffnung. Aber wer ist dieser Estel, von dem ihr gesprochen habt? Verzeih mir, ich vergesse, dass nicht alle Dúnedain davon wissen. Estel war der Name, den man deinem Stammesführer Aragorn gab, als er in Imladris aufwuchs. Es ist ein guter Name. Wie kam er dazu, Estel genannt zu werden? Als Waldläufer kennst du bestimmt den Brauch, das Kind eines Stammesführers nach Imladris zu bringen, um es dort aufziehen zu lassen. Aber du weißt vielleicht nicht, wie groß die Gefahr damals war. Aragorn war gerade mal 2 Jahre alt, als seine Mutter Gilra ihn herbrachte, nachdem sein Vater durch den Pfeil eines Orks getötet worden war. Elrond wurde wie ein Vater für ihn. Da er wusste, dass der Feind fortwährend auf der Suche nach einem lebenden Erben Isildurs war, benannte er den Jungen zu Estel um, um seinen wahren Namen und Abstammung geheim zu halten. Aragorn war 20, als Elrond ihm dies offenbarte und ihm die Erbstücke seines Hauses übergab. Aber für mich bleibt er Estel. Denn er ist meines Herzens Hoffnung, gerade so, wie er die Hoffnung der Dúnedain ist. Die Dúnedain neigen nicht zu unnützem Geschwätz, aber ich habe gehört, ihr habt euch mit Aragorn verlobt. Es wäre eine freudige Nachricht, wenn es wahr wäre. Vor langer Zeit habe ich ihm unter dem goldenen Geäst von Lothlórien ewige Treue geschworen. Ich sagte zu ihm, dunkel ist der Schatten, und doch frohlockt mein Herz. Denn du, Estel, wirst zu den Großen gehören, deren Tapferkeit ihn zerstören wird. Dennoch ist diese Entscheidung sehr schmerzhaft, denn ich bin Elronds Tochter und Halbelbe. Um an Estel festzuhalten, muss ich mein unsterbliches Leben aufgeben und sterblich werden. Und das Bittere wie das Süße akzeptieren. Selbst wenn Imladris diesem Krieg standhalten sollte, wird Elrond Mittelerde verlassen. Wenn er fortgeht, werden wir bis ans Ende der Welt getrennt sein. Das ist der Preis, den ich zahlen muss, um Estel, um Aragorn Liebe und Hoffnung zu bringen. Ich muss mich verabschieden, Prinzessin Namarie. Namarie, lebe wohl und mögen die Sterne über unserer nächsten Begegnung leuchten. Ja, es gibt dann jedoch weitere Aufgaben, zum Beispiel, dass wir dann vom alten Bilbo da ein Gedicht ihr bringt und so weiter, aber das ist jetzt alles Nebensache. Wir wollen endlich weiter. Und zwar gehen wir erst einmal nach Bruchtal, Eddenöden. Hügelgräber, Sahnfurt. Dahin müssen wir jetzt erstmal, weil wir haben hier ein paar Kräuter gesammelt. Die müssen wir jetzt übergeben. Oh. War die Wache davor auch schon da? Wahrscheinlich. So. Zeig mal her, was du gefunden hast. Ja, das ist wirklich Atelas. Nach der alten Kunde muss ich diese Blätter nur ins kochende Wasser geben und Elaran die Dämpfe einatmen lassen. Silana? Und Eradan auch? Wie kann das sein? Ich dachte, ihr wurdet alle getötet. Aber nein. Es waren nur die dunklen Stimmen in meinen Träumen. Doch es war nicht nur ein Traum, oder? Nein, die Schlacht hat es wirklich gegeben. Wir waren unterlegen, aber du hast tapfer gekämpft. Ich habe versucht, meinen Teil beizutragen. Aber ich fürchte, ich war keine große Hilfe. Ich erinnere mich, die meiste Zeit Angst gehabt zu haben. Und dann wurde alles dunkel.
Ich dachte, das Ende wäre gekommen. Glücklicherweise wusste Silana, wie man dich rettet. Von mir stammt das Wissen, aber Eradan hat das Kraut gefunden, das dich gerettet hat. Unter großer Gefahr für sein eigenes Leben. Dann verdanke ich dir mein Leben, Freund. Bitte lass mich dir meine Dankbarkeit zeigen. Meine Waffen wurden vor langer Zeit dem untergegangenen Numenor geschmiedet. Sie sind seit Generationen in meiner Familie. Ich möchte sie jetzt dir und deinen Freunden schenken. Das sind Erbstücke deines Hauses. Solche Geschenke können wir nicht annehmen. Nein, hört mal. Ich behaupte nicht so weitsichtig wie Halbarad und Aragorn zu sein, aber ich merke, dass ihr drei für Großes auserkoren seid. Viel eher als ich. Wenn dieses Geschenk euch hilft, auch nur ein wenig, dann habe ich meinen Teil dazu beigetragen. Ich danke dir, Elaran, aber deine Vorväter haben dir das vererbt und eines Tages sollst du es deinem Sohn vermachen. Ich könnte mir gar keine Hoffnung auf Kinder machen, wenn ihr mir nicht das Leben gerettet hättet. Bitte, ich bestehe darauf. Ihr könnt sie mir später zurückgeben, wenn dies hier vorbei ist. Boah. Ein großzügiges Geschenk. Danke. Jetzt ruh dich aus und komm zu Kräften. Unglaublich, ey. Der konnte sich lassen, Alter. Ich hab schon eine Waffe. Was kommt jetzt hier? Schlecht. Schlecht. Dann nehmen wir mal den Stab. So. Nun denn. Dann ziehen wir mal weiter. Da müssen wir jetzt halt da lang. Genau. Los, rein, 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 rein. Schneller, schneller, schneller. So. Und es geht Richtung Ettenöden. Oh ja. Yippie-ya-yay. Ach, das ist doch wunderschön. Oder? Diese wunderschöne Gegend da, alles. So richtig schön grün. Diese Höhle stinkt nach Trollen. Aber die Sümpfe erstrecken sich über viele Meilen. In diesen zerklüfteten Felsen und Tälern so. Kann man noch etwas übersehen. Schon der Geruch sagt mir, dass wir einen Trollunterschlupf gefunden haben. Wow. Die sind ja richtig schön hässlich. So. Oh, das sind die da. Ja, genau. Ich kann das noch nicht tun. So. Ach, blödes Windvieh. Der Tod soll euch holen. So. Doppelt und dreifach hier. Schnipp, schnapp, Kopf ab. So. Nice. Komm her, ihr Mistviecher. No. So. Oh je. Yeah. Mit Schildern, Digga. Aua. Ah, der ist schon lieber. So. Ah, komm her. So. Nice. Ah, oh, weg mit dir, du Mistkerl. Ich brauche mehr Zeit. Los, erledige ihn. Gut. Da gehen wir sowieso gleich weiter. Ja, folge den Spuren. Und jetzt dürfen wir erstmal springen. Ah, da. Hopp. Ach ja, stimmt, das macht er automatisch. Genau. So. So. Jetzt lernt ihr einen Waldläufer kennen. Gut. Komm her, du Kleiner. Mal ab. Und von hinten. Von links, von rechts, von vorne, von hinten. Yippie-yay-yay. Oh.
So, dann sind wir schon mal hier fertig. Jetzt müssen wir wieder rüber. So. Und der Zwerg schafft das auch. Boah. Alter, der Zwerg, der müsste eigentlich dazwischen fallen. Das Loch ist etwas zu groß für ihn. Naja. Oh, eine Höhle. Ach, stimmt, da ducken kann man sicher nicht. So ein Scheiß. So. So. Alles klar, Herr Kommissar. Sieht doch hier ganz gut aus. Perfekt. Ah, alle steigen mal Level auf. Ach, ich auch. Cool. Das sieht man gar nicht. Wenn man da so spielt, dann sieht man überhaupt nicht, wenn man Level aufsteigt. Ah, hier geht's. Nein. Ah, hier ist Gebäude. Cool. So. Also. Schlechter. Ja, ja. Das sind auch alle schlechter. Besser. Und auch besser. Oh, das passt zusammen. Gut. Okay. Dann haben wir das hier auch schon mal geschafft. Nice. Ich habe jetzt eigentlich eher an so ein Bergduell gedacht, dass jetzt irgend sowas kommt. Ach du Scheiße. An die Stelle kann ich mich erinnern. So. 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 Nieder mit dir, Fiskal hier. Perfekt. Die Waffe ist sehr mächtig. So, und weg mit dir. Da. Und was ist mit dir? Ja, besiegst du ihn oder nicht? So, eins, zwei. Ich habe nichts mehr. Gut. Und jetzt? Oh. Oh oh. Das muss warten. So. Ich fühle mich jetzt plötzlich so. Da. So. So. Ich muss auch viel mehr blocken, ey. So. Und weg mit dir noch. Bist du kaputt? So. Los. Verpass ihn den Schlag. Boah. Oh. Das war's schon. Ja! So. Spüre meinen Zorn und die Verzweiflung. Na, ist doch ganz easy hier, oder? Oh, ne. Oh, hammer nervig. Ich hasse Zauberer. Ja.
So. Hier, Freunde, sammelt euch bei diesem heilsamen Licht. Ja, doch Zeit. Ah, der Zauberer ist weg. Sehr schön. Nice. Weiter geht's hier. Alter, wie man die hier niedermetzeln, ey. Das Schwert ist sowas von mächtig. Noch nicht bereit. Eieiei. Der ist schon über? Nein. Ja! War ein wichtiger Schlag. Komm her. So. Wie schmeckt dir das? Und jetzt der Große. Geht hier in Deckung. Ich werde euch vor ihren Pfeilen schützen. So, lass ihn los. Das hat weh. Na los, um dich rumschlagen. Hehe, hat den Freund getroffen. So. Na du Lümmel. So. Hier bin ich. Und hab schon wieder den eigenen getroffen. Der nimmt immer den Zwerg. Der will immer den Zwerg greifen. Wow. Oh. Au! Ja, das ist der Finisher. Genau von solchen Finishern rede ich. Auf die habe ich schon die ganze Zeit gewartet, ey. Oh, noch einer. Boah, also alles noch einmal. Oh, doch nicht. Cool. Ja. Ey, das ging richtig schnell. Wahnsinn. Seid gegrüßt, meine Freunde. Ich konnte kaum glauben, was ich von dort oben gesehen habe. Doch Elb, Zwerg und Mensch vereint im Kampf gegen den Feind. So etwas sieht man nicht oft. Ich wusste, das müsstet ihr sein. Beleram, es ist eine seltsame Fügung, dass wir uns so schnell wiedersehen. Ich hätte nicht gedacht, dich hier in den Ettenöden anzutreffen. Ich auch nicht. Es scheint eine seltsame Fügung zu sein, aber eine glückliche, nichtsdestotrotz. Dieser Troll hatte kaum eine Chance gegen dich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mit Trollen und ihresgleichen fertig werden musste. Dennoch haben wir bisher aus einem Wald voller Feinde nur ein paar Blätter zur Strecke gebracht. Orks und Trolle versammeln sich in großer Zahl, um Bargrisar zu folgen, einem verräterischen Steinriesen. Das üble Volk respektiert seine Stärke. Und das vereint sie zu unserer Bedrohung. Ein Steinriese? Ich dachte, solche Kreaturen existierten nur in Kindermärchen. Nein, Steinriesen existieren natürlich, doch werden sie selten jenseits der Täler der höchsten Berge gesehen. Ich habe allerdings nie gehört, dass sie uns gegenüber feindlich gesinnt wären. Selten. Adler und Steinriesen haben die Berggipfel über Generationen ohne Konflikte gemeinsam bewohnt. Aber dieser Riese, Bargrisar, ist anders. Ohne jede Provokation lockte er einige von uns in einen Hinterhalt. Und als sie unaufmerksam waren, streckte er sie mit geschleuderten Felsbrocken nieder. Auch viele unserer Horste zerstörte er, mitsamt den wehrlosen Jungvögeln, die dort nesteten. Gwai hier brachte all seine Kraft auf, um den Riesen zu bestrafen. Doch er ist uns entflohen. Wir glauben, dass er hierher in die Ettenöden gekommen ist, wo er eine Armee aus Trollen und Orks aufbaut. Bargrisar ist eine Bedrohung für uns alle. Je früher er vernichtet wird, desto sicherer werden wir sein. Wir wurden von Elrond Halberb hierher geschickt, um das Ödland nach potenziellen Bedrohungen zu durchsuchen. Ich würde sagen, Bargrisar ist so ziemlich die größte Bedrohung, der wir begegnen können. In der Tat. Lasst uns euch bei der Jagd nach Bargrisar anschließen. Eure Hilfe wäre in höchstem Maße willkommen. Gemeinsam könnten wir in der Lage sein, ihn zu schlagen. Mit jeder Stunde, die er lebt, wird sein Gefolge größer. Beeilen wir uns! Das ist mal ein Wort, ja, hat er ewig gedauert, Alter, der plappert zu viel.
über seinen Herrn und Meister. Der interessiert mich überhaupt nicht. Der Gewall hier, oder wie der heißt. Ja. Den. Oh, da war ja wirklich eine Höhle. Cool. Ja. Wie gesagt, seine Geschichten interessieren mich etwas weniger. Ja. So. Lop. Gut, und dann geht's hier weiter. Alter, wie oft ich das eigentlich immer sage. Unglaublich. So. Oh, ein Talisman. Drei Wille ist er. Toll. Bam und bam. So, das war's mal wieder für diese Folge. In der nächsten machen wir weiter. In der nächsten werden wir mal Richtung Riese wandern und mal schauen, was er da zu bieten hat. Oh, wir bräuchten noch dringend Pfeile. Also dann bis zur nächsten Folge. Ciao.